Mit Liedern und Segen fürs neue Jahr erinnern die Sternsinger an die Heiligen Drei Könige. 2023 sammeln sie Geld für Projekte in Indonesien. Energie der Zukunft. In der Gesamtschule Talsand wird das 9. Regionalfinale der First Lego League ausgetragen. Alle Teams sind voller Entwicklergeist. Vereinsausstellung im Gerberspeicher. 25 Mitglieder des Kunstvereins Schwedt zeigen in der Galerie am Kiez ihre Werke. Eine Schau, die auf reges Interesse stößt. 1. Januar singen. Mit dem Musikcontest für Unternehmen etablieren die Uckermärkischen Bühnen Schwedt ein neues Format. Den Preis, die Goldene Fruke, gewinnt das Gesangsduo der Imwelk-Oberschule Angermünde. Den Publikumspreis erhält der Unternehmensverbund Stadtwerke Schwedt. Fazit nach 150 Tagen. Das Büro der Wirtschaftsförderung Brandenburg im Rathaus unterstützt aktiv in den Bereichen Qualifizierung und Internationalisierung. Gemeinsames Ziel ist ein sicherer, wettbewerbsfähiger und zukunftsfähiger Standort mit den Menschen, die hier leben. Fahrradfreundliches Zelten. Der ADFC zertifiziert den Flusscampingplatz Stromcamp mit dem Bed-and-Bike-Siegel. Entscheidende Kriterien sind unter anderem die Serviceeinheit für Radreparaturen, Trockenraum und Zeltwiese. Stadtumbau geht weiter. Nach der Entkernung des Wobak-Wohnblocks im Welkstraße 59 bis 68 erfolgt der Rückbau. Innerhalb von 4 Monaten ist Freiraum geschaffen und die Fläche inzwischen begrünt. Emotional und spannend. Zum 5. PCK-Hallencup kicken mehr als 500 Kinder gegen das runde Leder. Ein Turnier für die D-, E- und F-Junioren sowie die Bambinis. Emotionen pur. Beim 22. Schwedter Open im Ergometerrudern powern 14 Vereine aus dem gesamten Land Brandenburg um Bestzeiten. Für Maximilian Mantei vom Wassersportverein PCK Schwedt wird der erste Wettkampf gleich mit Platz 3 belohnt. Dynamische Entwicklung. Auf Einladung der Unternehmervereinigung Uckermark besuchen Landrätin Carina Dörk und Bürgermeisterin Anne-Kathrin Hoppe die standortbestimmenden Unternehmen und wichtigen Arbeitgeber TSH und STS. Beide zusammen beschäftigen knapp 100 Angestellte und erwirtschaften mit Straßen, Tiefbauprojekten und Schüttguthandel etwa 22 Millionen Jahresumsatz. Trockenrasenpflege. Mit vereinten Kräften rücken Mitglieder des Fördervereins Nationalpark Unteres Odertal Dornigen Schlehen zu Leibe. So kann der wertvolle Lebensraum für gefährliche Arten wie Orchideen erhalten werden. Ansturm zum Frauentag. Im Filmforum eröffnen Bürgermeisterin und Gleichstellungsbeauftragte die 33. Brandenburgische Frauenwoche. Fast 200 Damen schauen das Drama Promising Young Woman. Glanzlichter des Sports. Nach 2 Jahren Zwangspause treffen sich alle Sportbegeisterten zum Ball an den Uckermärkischen Bühnen. Neben der Auflösung der Sportlerumfrage und den Auszeichnungen für deutsche und internationale Erfolge sorgen heimische Showacts für Unterhaltung. Knapp 11.000 Quadratmeter für neuen Wohnraum am Lausberg. Das illegale Abfalllager einer insolventen Recyclingfirma im Ortsteil Blumenhagen ist beräumt. Mehr als 15 Jahre lagern hier Gefahrenstoffe wie Asbest. Die Stadt erwirbt die Fläche, das Land Brandenburg lässt diese für 1,2 Millionen Euro sanieren. Entstehen sollen 4 bis 8 Baugrundstücke. Rassismus, Sexismus, Klassismus. Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen aus 4 verschiedenen Schulen setzen sich mit Formen von Diskriminierung und Rassismus auseinander. Anlass ist der Antirassismustag. Unterstützt wird der Workshop durch das Projekt Spots der Deutschen Filmakademie. Deckenfest der grünen Terrassen. Die Wohnbauten errichten 25 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen in nachhaltiger Bauweise mit regenerativer Energietechnik und einer umfassenden Gebäudebegrünung. Gutes Stadtklima für 7,3 Millionen Euro. Neuer Klinikchef. Thorsten Jörres tritt die Leitung des Asklepios-Klinikum Uckermark an. Der 46-jährige Diplomkaufmann bringt Erfahrungswerte aus unterschiedlichen deutschen Kliniken mit. Als größte Herausforderung sieht er die Personalgewinnung. Rund um Senioren. Das Interesse an der Messe ist enorm. Durch die vielfältigen Ausstellenden und einem Unterhaltungsprogramm ist es ein Treffen in stimmungsvoller Atmosphäre. Tag der Städtebauförderung. Zur Einweihung der Astrid-Lindgren-Grundschule verwandelt sich der gesamte Schulhof in einen Flashmob. Der inklusive Schul- und Sportkomplex ist nach den umfangreichen Baumaßnahmen nun für die Zukunft aufgestellt. Es ist eine von bundesweit 99 Schulen im Aufbruch. Großes Tatütata im Filmforum. Mehr als 160 Kinder schauen zum Spatzenkino einen Feuerwehrfilm
und dürfen danach 2 Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr erkunden. Natürlich klassisch. Zum 4. Parkkonzert lockt die Orchesterakademie der Staatskapelle Berlin Klassikbegeisterte vors Schloss Greven. Hochkultur im Linné-Park, organisiert und realisiert durch den Förderverein Nationalpark Unteres Odertal und den Unternehmensverbund Stadtwerke Schwedt. Löwenstarke Olympiade. Mehr als 250 Kinder aus 11 Kindertagesstätten zeigen auf dem Sportplatz Dreiklang Schnelligkeit, Zielsicherheit und Teamgeist. Die Kita Friedrich Fröbel belegt in der Gruppenwertung mit 60 Punkten den 1. Platz. Dufter Sound. Einzigartige Motorenkompositionen, Düfte typischer Zweitakter und Fahrer voller Adrenalin. Der MC Schwedt ist am Pfingstwochenende Gastgeber für Wertungsrennen zur deutschen Motocross-Meisterschaft. Die Müllerberge gelten als Strecke mit Profil und gehören zu den beliebtesten deutschlandweit. Spiel und Spaß im Hugenottenpark. Zum Internationalen Kindertag ist es kunterbunt. Hochstapler aller Couleur, neue Herausforderungen und das Stück Robin Hood als frecher Abschluss. Schauer zur Mitsommernacht. Zum ersten Mal musste die Mitsommerstange auf dem Viradener Platz im Regen gesetzt werden. Mit Musik, Tanz und Genuss feiert Schwedt den längsten Tag des Jahres. Offene Landesmeisterschaften im Segeln. Sportler aus 7 Vereinen setzen ihre Segel auf der Oder. Bei herrlichem Sonnenschein und passendem Wind gibt es schöne Manöver und ein strenges Kampfgericht. Kotzendes Känguru, Mixer und Toaster. Eine kleine Auflockerung vorm nächsten Einsatz. Im Rahmen von Kinder machen Kurzfilm produziert die 6. Klasse der Astrid-Lindgren-Grundschule einen Musikfilm zum Thema Wie klingt die Uckermark? Sound der Region mit eigenen Requisiten zu einer Neuinterpretation des Volksliedes Der Mond ist aufgegangen mit großer Premiere im Filmforum. 50. Stolperstein. Verlegt durch den Künstler Gunter Demnig erinnern die goldenen Steine an die Opfer des NS-Regimes. Diese 4 Steine an das Schicksal der jüdischen Kantorfamilie Dobschina. Starker Nachwuchs. Der TSV Blau-Weiß 65 Abteilung Gewichtheben trägt die Kinder- und Jugendsportspiele der Uckermark aus. Allein vom TSV gehen 30 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren für neue Bestleistungen an die Hantel. Von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden. Mehr als 200 Studierende tüfteln zum E-Race des Verbandes der Elektrotechnik auf dem Flusscampingplatz Stromcamp an ihren Rennwagen. Gefahren wird auf dem Hafengelände. Open Air mit Stahlzeit. Das PCK sagt Danke für die Arbeit zum Verbundstillstand Rallye 23. Die feiernde Menge zeigt sich auf dem Gelände des Hubschrauberlandeplatzes der Raffinerie begeistert. 30 Jahre Zowa. Zum Jubiläum öffnet der Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung die Türen für alle. An unterschiedlichen Stationen stellt das Team die einzelnen Prozesse vor. Schlange stehen vor der Edeka-Eröffnung. Auf 4.300 Quadratmetern kann nach 1,25 Jahr Schließzeit wieder eingekauft werden. Als besondere Zeitersparnis gelten die modernen Easy-Shopper. Comeback. Die uckermärkischen Bühnen spielen ein mitreißendes Musical, das Hoffnung spendet und Lust macht auf das Leben und die Liebe. Action, Faszination, neue Erfahrungen. Während der Sommerferien erleben Kinder im Rahmen des Agenda-Diploms vielfältige Aktivitäten. Medienrummel zum Besuch der Bundesbauministerin. Clara Geiwitz verschafft sich in Schwedt ein Bild vom Stand des Stadtumbaus. Auf dem Plan steht unter anderem der Sportanlagenkomplex Heinrichslust. Musik in der Luft. Bei glühender Hitze bringt Sound City Schwung in die Stadt. Das Festival der Musik- und Kunstschulen des Landes Brandenburg zieht sich mit Bühnen und Kunstwerken durch die ganze Stadt. Artenvielfalt. Während des 32. Internationalen Landschaftsplenärs erleben Künstlerinnen und Künstler den Nationalpark Unteres Odertal hautnah und spiegeln die Eindrücke in ihren Werken wider. Rollen statt Kufen. In der Eisarena wird erstmals zur Rollendisco geladen. Die Aktion der Trickfabrik trifft den Nerv der Kinder und Jugendlichen. Strukturwandel beginnt. Während des Transformationsspaziergangs wird über Pläne und Ziele rund um den neuen Campus informiert. Das Ausmaß des 18 Millionen Euro Neubaus im Industrielook ist in roten Linien aufgezeichnet. Fertigstellung ist für 2027 geplant. Traditionell belebend und traurig rührend zugleich.
Zum 28. Tabakblütenfest in Veraden zelebriert der Heimatverein die Tabakköst vorerst das letzte Mal. Der Verein ist aufgelöst, weil die Kraft fehle. Nach 6 Jahren Amtszeit ist somit auch die Regentschaft der Tabakkönigin Luisa Müller beendet. MoMA vor Ort. Das ZDF sendet live vom Veradener Platz. Thema ist die Zukunft von Schwedt nach dem Ölembargo. Dunda Hayali spricht mit den Menschen vor Ort, wie die Transformation hin zu grüner Energie gelingen kann und was es dazu bedarf. Sam meets InContact. Studien- und Ausbildungsmesse gepaart mit der Leistungsschau InContact und der Maker Faire. 3 Tage lang präsentieren sich Unternehmen mit Angeboten, ein Wochenende mit zahlreichen Möglichkeiten. Glaziade. 3 Wochen lang arbeiten 7 Steinbildhauer aus der ganzen Welt unter freiem Himmel an großen Findlingen. Mit Unterstützung durch Stadt und Landkreis können alle Skulpturen angekauft werden. Jedes einzelne Werk soll einen besonderen Platz im öffentlichen Raum erhalten. Unterricht mal anders. Gemeinsam mit der UVG vermittelt das Präventionsteam der Polizei in allen ersten Klassen den sicheren Umgang am und im Bus. Ziel ist es, die Sicherheit zu erhöhen. Knatternde Motoren und Erntekronen mit bunten Bändern. Der Schweter Ortsteil Passow kommt zum Kreisernte-Dankfest der Uckermark kurzzeitig zum Erliegen. Die gesamte Region ist zu Gast und verfolgt den einstündigen Festumzug mit mehr als 80 Bildern. Vom Nationalpark in die City. Um wieder eine größere Resonanz zu erreichen, wird der Lauf in die Innenstadt verlegt. Mit am Start ist in der Firmen- und Teamstaffel auch die Feuerwehr Bergholz-Meinburg in voller Montur. Lange nach der Ausbildung. Die PCK-Raffinerie öffnet Lehrwerkstätten und Labore. Azubis und Ausbilder stehen Rede und Antwort. Die Fachkräfte von morgen erhalten tiefe Einblicke, auch bei den Partnerunternehmen. Schweter Kinderuni. Zum Thema Film und Theater erleben Dritt- und Viertklässlerinnen ein Abenteuer in der Welt der Kreativität. Interaktive Mitmachangebote, die Begeisterung für Theater und Film wecken, organisiert von der Präsenzstelle Schwedt. Jüdisches Kulturschiff ankert in Schwedt. Die MS Goldberg ist ein zum Theater umgebauter Lastkran mit 160 Zuschauerplätzen. Durch die Unterstützung mit Landesmitteln können die Veranstaltungen bei freiem Eintritt angeboten werden. Wohnkomplex Zukunft. Studierende der Uni Stuttgart beschäftigen sich mit der zukünftigen städtebaulichen Entwicklung von Schwedt. Die angehenden Stadtplanerinnen erkunden unter anderem die im Umbau befindlichen Kastanienhöfe der WOBAG. Bis Februar erarbeiten sie Lösungsvorschläge, die den Anforderungen an modernes Wohnen gerecht werden. Neue Feuerwache. Nach der Grundsteinlegung am Jahresanfang wird im Oktober Richtfest auf dem 16.000 Quadratmeter großen Areal gefeiert. Am Ende werden die Wohnbauten knapp 19 Millionen Euro verbaut haben. Die Wache wird neben den hauptamtlichen Rettungskräften den Löschzug 1 und 2 vereinen. Die Fertigstellung inklusive eigener Alarmausfahrt ist bis Mitte 2025 geplant. Präzisionsarbeit am Schweder Hafen. 2 Krane bringen 25 Tonnen schwere Behälter der Butting Anlagen GmbH und Co. KG für die Lebensmittelindustrie aufs Wasser. Der Frachter Dagobert bringt die Giganten bis nach Magdeburg. Funkstille für die Funkengarde. Der Rathaussturm beginnt mit einem Stromausfall. Dieser kann binnen weniger Minuten behoben werden. Mit Tanz, jeder Menge Kamelle und guter Laune können die Karnevalisten der Bürgermeisterin den Schlüssel zum Rathaus abknüpfen. Lucys Lichterfete. Das Glühwürmchen des Unternehmensverbundes Stadtwerke Schwedt lädt gemeinsam mit dem Technikstützpunkt zu einem Abend im Zauber des Lichts. Höhepunkt ist die Brückenshow. Grundstein für onkologisch-geriatrische Tagesklinik gelegt. Ab Ende dieses Jahres können Krebs- und Alterspatientinnen bedarfs- und situationsgerecht im Asklepios-Klinikum Uckermark versorgt werden. Der 3,2 Millionen Euro Neubau hält insgesamt 28 Plätze bereit und wird mit zukunftsfähigen energetischen Systemen ausgestattet. Wiederaufbau des Aquariums schreitet voran. Die Außenhülle mit dem neuen Dach des Sportbades ist dicht und der Innenausbau gestartet. Über das aktuelle Baugeschehen informiert das Aquarium in einem Bautagebuch auf seiner Website. Park and Ride. Zur Übergabe des Bahnhofsvorplatzes mit Parkplätzen und überdachter Fahrradabstellanlage erhält Schwedt die nächsten Fördermittel. Somit steht der Sanierung des Bahnhofsvorplatzes im Ortsteil Passow nichts mehr entgegen.
Sportstadt Schwedt. Das Stadtmuseum setzt den Breiten- und Leistungssport ins Rampenlicht. Bis November sind Geschichte, Gegenwart und Zukunft verbunden mit zahlreichen Gesichtern und olympischem Gold zu sehen. Geld, das ankommt. Brandenburgs Infrastrukturstaatssekretär Uwe Schüler übergibt fast 1,8 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der oberen Talsandterrassen an die Stadt. Mittel unter anderem zur Modernisierung der Skateranlage und der Dorbaziner Straße. Seit 1991 sind knapp 80 Millionen Euro Fördermittel aus mehreren Programmen in die Stadtentwicklung geflossen.